So, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultramond in der Lightbox Challenge. Im letzten Part, Kid Koopa sind bei dabei. Glaube ich mal. Ja, aber er redet gerade gut, okay. Boah, im letzten Part wurden wir von der Lehrerin zerstört. Boah. Ich habe die toten Pokémon gewonnen, traded, Leute. Und ich habe ja sowohl das Event Wuffels als auch das Celebi geholt. Und mein Team sieht jetzt so aus. Ja, Magnet hat sich nichts geändert. Ja. Und Roboter. Was? Ja. Ich hab noch das Roboter. Das ist Celebi. Nur das Event Celebi. Das Event Wuffels. Ein Raupi. Und ein Araqua. Oder wie auch immer die Weiterentwicklung heißt doch. Ja. Ein Araqua? Ne, die Weiterentwicklung da. Der Herrscher. Echt, ist doch egal. Ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal das Taurus streicheln. Yay. Ja, stimmt, das ist auch. Ja. Wo man hier sogar mehrere Kommandos zur Auswahl hat. So, was möchtest du tun, Klara? Kopf streicheln. Ja, Tau. Ja, das freut sich schön, Halla. Pokémon fliegen, bla. Ja, Halla. Der Deck ist immer so interessant. Ist jetzt so viel zur Story beigetragen. Kurze Zeit und reist viel herum wie möglich hier drei. Nö, ich möchte mich von Halli, von Tali so weit wie möglich entfernen. Von Tali weit wie möglich entfernen. Okay, dann musst du in. Ja, wir hatten nochmal gesagt, andere Welt. Doch. Ja. Ja. Sprich, irgendwo anders hin, wo Tali nicht ist. Ja. Sag mal, wohin geht ihr zwei? Na, Lili? Möchtest du nach Haroli? Hey. Bitte, Tali, komm nicht mit. Du bist überflüssig. Na, kommt Tali. Ja, er kommt eh mit. Nein. Tali, nein, bitte nicht. Ja, und weg ist er. Ja, Tali ist schon mal vorausgegangen. Komm, Lili, geh mir schnell auf Akala. Oder so. Ja, solange es weit weg von Tali ist. Oder gleich noch Pony. Komm, fliegen wir nach Kanto. Reisen wir nach Kanto zusammen. Oder nach einer weiter Stadt. Ja, zu meinem Pokémon Schwarz jetzt willkommen. Das play ich ja auch, Lili, komm. Nein? Okay, dann halt nicht. Okay, Tali ist am Strand. Ich hoffe mal, er kann nicht schwimmen. Der kann sicher schwimmen, weil er hat ja. Aber meinst du ja Kopfball, genau. Mhm, ich hab Kopfball. Also. Ja, er kann nicht schwimmen. Ja. Es sei denn, er hat irgendwo ein Lapras oder ein Wailer gefunden. Oder ein Zweido. Oder ein Antas ab jetzt da. Ja, erstmal krieg ich mal oder Kussball gemacht. Hey. Das war so spannend. Danke. Nebenbei darf ich mal anmerken, dass alle Trainer in der Trainerschule leichter sind, außer die Lehrerin, die einfach mal 100 mal schwieriger ist als vorher. Sie hat ja den anderen Starter, kann ich mal sagen. Bautz, hätte mich fast zerstört. Dadurch ist mein Mabula und namens der Käfer, was erstmal ein kreativer Käfer. Name ist. Ja, ich glaube spätestens nach so Namen wie Steinjuwel im Mond, sollte man sich schon Gedanken machen, was ich für Spitznamen habe. Anführungszeichen. Ja. Und mein Ringal hab da habe ich vergessen, einen Spitznamen zu geben. Na gut, ist ja egal, das ist eh tot. Außerdem wollte ich es eh nicht auf derselben Route, gab es doch Iskala. Ja, stimmt, Iskala spannend, war und Haspiroa und. Alles besser gewesen. Ja.
Und auf der Route wo, und in der Trainerschule habe ich ein Magnetino gefangen. Und es klappt dort Zoro auch. Ja, das war auch direkt das erste, was nach Magnetino kam, ne? Um mir nochmal schön eins fürs Gesicht zu schlagen. Ja, schön. Ich schau mal schon auf Zoro, wo anders fangbar ist. Nee, es ist nett, habe ich selber schon abgeguckt und ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer zu stellen. Wird zur Gewohnheit so langsam oder was? Ja, dann gucke ich mal schnell, wie lange ich hier schon aufnehme. Ja, da ist die Kamera nicht. Aber so war ich schwankbar. Und wo? Mhm. Ja. Ja, sprich, ich darf 10 Jahre warten, bis ich die Chance habe auf den Zoroark. Ja, ich glaube so gleich nach. Ja, als wenn du ein Pony bist. Ich wollte gerade sagen, nach der Outstar, genau. Kann man auch dort fangen einfach. Ja. Wenn jetzt, habe ich ja noch die Chance, als den Wundertausch zu bekommen. Nebenbei, ich habe gemerkt, dass die Pokémon, die ich im Wonder Trade bekommen habe, wirklich von den Typen her keine Bereicherung fürs Team sind. Okay. Ich meine, ich habe einen Käfer-Pokémon und ein Wasser-Pokémon getauscht. Was bekomme ich? Ein Käfer und ein Wasserkäfer-Pokémon. Ist doch gut. Ja, aber trotzdem, ich habe schon Wasser und ich habe Raupi. Was Level 17 ist. Raupi ist schon Level 17. Ja. Habe ich so einen Wundertausch bekommen. Ich werde sie nie benutzen, also. Du brauchst auch die nur noch keine Hände, das ist schon das Bett. Hm, ja. Ich weiß, mein Bruder, der hat mal ein Raupi Level 100 bekommen. Raupi Level 100? Ja. What the fuck? Ja, und jetzt kommt erstmal ein Typ, der filmt mir zeigen, wie dieser scheiß Pokémon-Sucher geht, den man eh nie braucht, außer in der Mimikmal-Prüfung. Aber hey, danke. Ja, in der Mimikmal-Prüfung. Ja, komm. 10.000 Jahre später. Ja, komm. So muss man hier nicht R dafür drücken. Auf jeden Fall muss man eine Taste drücken, an die ich schwer kann, an meinem Teil jetzt rankomme. Dadurch, dass ich seitlich von meinem Leide stehe und nicht direkt davor. Komm hier. So, ich habe einfach gar nichts bewegt. Ich habe einfach nur einen Schuss gemacht. Und halt. So, war das gut genug? Ja, kann ich mich jetzt ein bisschen, Junge? Danke. Ja, jetzt bin ich endlich in Frieden. Mit dem Sucher eh nie benutzen. Im Rotom bin ich gerade was fragen. Rotom will mich gerade fragen, aber ich kann gerade nicht hingucken, weil ich gerade ein Pokémon fangen kann, obwohl ich sitze hier. Und es ist ein. Was ist denn noch, oder? Es ist Tubes Claws, ich kann zwischen, danke. Was ist denn noch, oder? Auf jeden Fall war es ein Wingard, aber das hatte ich ja schon. Komm, lass mich flüchten. Ich bin so faul, dich gerade zu besiegen. Flucht gescheitert. Alter, als hätte ich die Probleme nicht schon mit einem Alula-Mauzi gehabt. Danke. Ich habe mal den Tilo Arno vorne, weil es favorisiert kann und nicht, weil ich es irgendwie trainieren wollte, weil es nur Level 8 oder so ist, nee. Natürlich alles geplant, dass ich ihn vorne habe hier für das wilde Pokémon. Das gerne mal auftauchen kann. Danke. Es ist dein. Tubes Claws. Magnetilo. Wow, voll krass. Oh, Magnetfalle. Please kill me. Ne, bitte kill mit meinem Magnetino. Alter, das könnte jetzt gefährlich werden, ne? Ja,
Pokémon-Fan. Ja. Mensch, ich bin doch nur ein Pokémon-Fan. Soweit ich weiß, gibt's hier Pantilimio. Ja. Wäre zwar nicht stark, aber ja. Gut gehen. So. Solange der mich nicht krittelt, kann ich den Kampf schaffen. Nee, er macht nur Tickle. Ich mach Donnerstock, macht halt mehr Schaden. Ich meine, es wird ja auch resistiert, so Donnerstock, aber ja, ist erstens stärker als Tickle durch den Step und besser und der Spezialangriff ist eben besser als der physische. Und er versucht mich aus irgendeinem Grund zu paralysieren. Mit Donnerwelle. Dumm. Hierbei mein Magnetilo heißt Magnet. Magnet. Wow. Wie? Ja, dann habe ich ja noch Mermaid männlich. Oder Mermaid männlich müsstest du erkennen. Ja, Magnetilo. Ja. Alter. Dieses dumme Magnetilo da. Oh, das ist besiegt, danke. Danke. Alter, ich könnte hier gleich auch Speedtraining betreiben für den nächsten Part dann. Für Magnetilo, weil er so schwach ist. So, noch ein wildes Pokémon, wie ist das? Noch ein Magnetilo, dann kotze ich. Ist es ein Wingull? Das Spiel hasst mich. Komm, das kill ich jetzt. Wird sicher schneller gehen als Flüchten. Ja, es kann Flügelschlag. Natürlich meins konnte das nicht. Deswegen habe ich gegen das Faust auch verkackt. So, Winger wurde besiegt. Wenn die Winger mir noch einmal in die Leere kommt, zerstöre ich seine komplette Existenz. Ja. Und man geht Level 10. Immerhin. Zu irgendwas war dieses. Nee. Ich bin immer noch